Herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Train Controller Video mit der Version 9 und der Gold Edition. In dieser Version wollen wir uns einmal das Booster Management anschauen, das ja auch in der Version 9 neu hinzugekommen ist. Dazu wählt man im Fahrdienstleiter hier unten dieses Symbol mit diesem Stecker, was für Booster das Symbol ist. Wir haben hier schon die Booster nach Räumen angelegt. Über diesen Ordner neu erstellen kann man hier weitere Ordner anlegen und wir sehen, ein Booster liegt hier drin. In unserem Fall ist das ein DB4 von Litvinsky. Booster kann man neu erzeugen im Menü, im Train Controller über den Punkt Block Neuer Booster. Wenn man hier in diesem Fenster steht, dann kann man hier einen neuen Booster erzeugen lassen. Wir wollen uns mal diesen Booster hier, den wir hier angelegt haben, einmal anschauen. Dazu gehen wir auf den Reiter erstmal Allgemeines. Hier kann man einen beliebigen Namen vergeben. Unter Anschluss kommen jetzt die interessanten Punkte. Hat man zum Beispiel eine Märklin CS2 oder CS3, dann kann man diese auch hier auswählen und dann kann auch dieser Booster überwacht werden. Unser DB4 Booster hat hier oben keine Auswahl, deswegen gehen wir hier in den nächsten Punkt. Unser Booster wird über DCC-Weichensignale geschaltet zwischen An und Aus. Deswegen habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, für den Zustand soll er über die ESU-ECOS gesteuert werden. Darüber geht bei uns der Schaltbefehl für den Booster heraus. Die Adresse heißt bei uns einfach 1023 und der Schaltbefehl ist grün zum Einschalten und da muss man erst drauf kommen, hier versteckt sich auch das Ausschalten. Für Ausschalten bleibt alles gleich, nur ich verwende eben statt grün den roten Kontakt. Wenn ich das eingestellt habe, dann kann ich den Booster schon fernsteuern. Das heißt, ich gehe hier auf den Booster, gehe auf Aktion, einschalten, dann wird alles eingeschaltet. Oder Aktion, ausschalten, dann wird der Booster ausgeschalten. Das wird mir auch schon quittiert, weil ich noch einen weiteren Melder eingebaut habe, einen weiteren Bahnwärter, noch aus der Train Controller 8 Version. Aber jetzt kann ich nochmal auf Eigenschaften gehen und sehe auch, dass ich hier den Rückmelder auch im Booster überwachen kann für das Einschalten, beziehungsweise der Booster ist ein, bekomme ich den Rückmeldezustand des Rückmelders, dass er aus ist, beziehungsweise ich muss hier auf Einschalten, so ist es korrekt, und dass, wenn der Booster aus ist, dann fehlt mir auch hier auf, jetzt bei uns im Strang 3, Adresse 1, Eingang 1, fehlt mir auch das Rückmeldesignal. Ich könnte auch noch, wenn der Booster das erlaubt, noch weitere Ausgänge abgreifen, der dann Warnung oder Fehler noch anzeigt. Das beherrscht unser Booster nicht. Wenn ich das mal auf OK quittiere, dann kann ich hier wieder sagen, Aktion einschalten. Jetzt werden die Blöcke grün. Und wenn ich sage, ausschalten, werden die Blöcke wieder grau. Ja, wie bekomme ich die Blöcke überhaupt hinzu? Das ist das gleiche wie beim Bahnhof oder auch beim Autotrain, wenn ich Blöcke hinzufügen möchte. Das macht hier oben dieser kleine Knopf, nämlich die Auswahl. Hier kann ich jetzt einfach noch Blöcke, die noch nicht zu dem Booster-Menü hinzugehören, könnte ich jetzt hier noch hinzuklicken und dann wären die Blöcke bei mir hier mit der Booster-Überwachung mit dabei. Momentan ist es aber so, dass dieser eine Booster diesen Bereich hier überwacht. Das wird sich sicherlich auch noch ändern. Aber für unsere jetzige Demonstration reicht dies. Im Übrigen kann man hier hinten noch vielleicht die Gleise dazu klicken. Das hat nachher auch noch weitere Auswirkungen. Wir haben also den Booster angelegt. Wir haben den Booster mit Anschlüssen versehen zum Ein- und Ausschalten und zur Überwachung.
Und dem Ganzen kann ich jetzt Regeln hinterlegen. Was soll denn passieren, wenn der Booster aus ist? Er kann die Züge auf diesen Blöcken, die jetzt markiert sind, einfrieren. Er kann die Züge und Zugfahrten stoppen. Er kann die Ausfahrten sperren und die Einfahrten sperren. Das heißt, in diesem Boosterbereich würden jetzt von hier unten, von dem anderen Boosterbereich aus, keine Züge mehr einfahren. Das heißt, der Kurzschlussbereich wäre safe. Wenn ich jetzt per Autotrain noch eine andere Möglichkeit hätte, hier zum Beispiel zum Schattenbahnhof zu gelangen, dann könnte Autotrain automatisch eine neue Route finden, um hier in den Schattenbahnhof einzufahren. Dann gibt es noch, was soll er bei Fehlerbehandlung machen, was soll er bei Warnung machen und wo sind die Schwellenwerte. Natürlich kann ich hier noch Auslöser hinzumachen, Bedingungen, Operationen, alles das, was wir von Train Controller kennen und kann natürlich noch einen Kommentar hineinschreiben. Eine wirklich interessante und sehr umfangreiche Funktion, die jetzt in Train Controller 9 Gold hinzukam. Und ein Punkt, mit dem man sicherlich in nächster Zeit noch viel experimentieren wird.